Jo, moin! Willkommen bei einem weiteren Deckbilder. Ich habe hier ein Monsterdeck für euch. Eigentlich wollte ich nicht noch ein Monsterdeck bringen, also direkt danach, nach dem letzten Deckbilder. Jedoch habe ich jetzt mehrere Varianten von solchen Decks hier gesehen. Und ich habe mich jetzt hier für die Variante entschieden, die drei Spiele jetzt ausprobiert. Ich habe alle drei Spiele gewonnen. Eins sehr knapp in der letzten Runde mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Aber die anderen beiden Spiele waren eigentlich ja, relativ deutlich, vor allem das letzte. Wobei ich da auch sagen muss, mein Gegner hat ordentlich gefailt. Und ja, ich gehe jetzt mal hier auf das Deck ein, würde ich sagen. Das ist ein Monster-Deck, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben den Unsichtbaren als Anführerkarte, Stärke 5, damit können wir dreimal eine verbündete Einheit verzehren. Drei Neckar, die halt jedes Mal gebufft werden. Dann haben wir drei Harpyien. Die wollen wir im Deck haben und die kommen jetzt raus, wenn man Bestien verzehrt. Zu den drei komme ich gleich noch. Ja, dann dreimal die Kilianoharpyie mit den Eiern, die wir auch gut verzehren können mit den zwei Ekimas. Dann als Goldkarten haben wir hier oben Geels. Und ja, damit können wir halt die oberste Gold- und die oberste Silberkarte uns angucken, eine ausspielen. Dann Kairan können wir auch einmal mit verzehren. Eine Einheit mit Maximalstärke 6. Wenn nichts vorhanden ist, wird sie um 8 verbessert. Und dadurch werden die Neckars auch nochmal gebufft. Jetzt kommen wir zum Waldschrat. Der generiert diese drei tollwütigen Wölfe, die wir als eine Bestien-Tech haben. Und es ist eigentlich so, wir wollen den Waldschrat spielen. Wir generieren die drei tollwütigen Wölfe und Nebel. Dafür haben wir auch den Nebling im Deck, der dann auch aufs Spielfeld kommt. Und dann haben wir die drei Bestien, die drei tollwütigen Wölfe auf dem Feld. Dann können wir die mit dem Unsichtbaren jeweils, also alle drei verzehren und dann kommen auch alle drei Harpyien aus dem Deck. Sind nochmal 9 Stärke plus jeweils ein Schaden dazu, nochmal 3, also 12. Und das ist ein ordentliches Tempo-Play. Und den Waldschrat können wir generell wieder erneut spielen mit Erneuern. Des Weiteren, ja gut, den Nebling, da habe ich drauf eingegangen gerade, haben wir einen Schleimling. Damit können wir eine Einheit auf dem Friedhof verzehren. Wenn wir davon noch eine Kopie im Deck haben und die ausspielen. Einmal der Ghoul, können wir eine Bronze- oder Silbereinheit aus unserem Friedhof verzehren. Wie gesagt, zweimal Ekima für zum Beispiel die Harpieneier. Einmal der Erzgreif, um eine Gefahr aus der Reihe zu entfernen. Dorregarei, damit haben wir dann auch die Wahl, ich würde eigentlich sagen, zwischen Ekima, um nochmal was zu verzehren, oder dem Ertrunkenen, um eine gegnerische Einheit in den Nebel zu ziehen. Dann der Krötenprinz, ja, damit können wir die oberste Karte aus dem Deck ziehen und dann eine ja, Karte auf der Hand verzehren. Wenn es eine Sonderkarte ist, wird diese Einheit um die Stärke verbessert, sonst halt um die Stärke der Karte. Eine gute Kombination ist der kaiserliche Manticore, Krötenprinz, man zieht eine Karte, man hat den kaiserlichen Manticore auf Hand, den verzehrt man, hat man einen 18er Krötenprinz auf Hand und dann kann man den Manticore noch mit dem Ghoul verzehren. Dann einmal einen Block, nämlich mit dem Hacker. Da gäbe es jetzt natürlich noch die Möglichkeit, Morwut zu nehmen, aber da wird dann ja die Einheit zurückgesetzt. Könnte man auch nehmen, also die beiden könnte man austauschen, was beim Hacker halt ganz gut ist, weil die Neckar werden gerne mal geblockt, dass man sie entblocken kann und ja, dann setzt man sie nicht zurück, wie bei Morwut hier. Beziehungsweise man setzt sie gar nicht zurück, man fügt halt ja, Schaden in Höhe der Hälfte der Stärke zu, aber nur bei der Gegnerin hat. Das habe ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen verplant. Aber das ist so halt so, mit dem Hacker hat man einfach 4 Stärke mehr, 9 zu 5. Beides sind Silberkarten, da kann man eigentlich gut den Hacker nehmen, weil man eigentlich eher seine eigenen Karten entblocken möchte. Im meisten Fall halt die Hacker. Ja, des Weiteren haben wir hier noch das Monsternest. Haben wir hier auch so eine kleine Auswahl an Karten, die wir spielen können. Wo ich jetzt sagen würde, die könnte man spielen, ist halt natürlich hier auch der Ghoul, wenn man seinen eigenen noch im Deck hat und der Manticore zum Beispiel im Friedhof liegt. Auch einmal den Ertrunkenen oder halt aber auch ein Krabbspin-Ungetüm, wenn man weiß, dass man noch mehrere Verzehrvorgänge spielen wird. Das wären so die drei Möglichkeiten, die ich beim Monsternest spielen würde. Dann noch der Einschüchterer, die Spionkarte. Und kann man zum Beispiel auch mit dem Krötenprinz verzehren und dann halt auch mit dem Ghoul noch aus dem Friedhof verzehren. Ja, das ist soweit das Deck. Wie gesagt, drei Spiele gemacht, drei Spiele gewonnen.
Geplant war es jetzt nicht, das Deck zu zeigen, aber mir hat es eigentlich echt gut gefallen. Und daher gehen wir damit jetzt in ein Ranglistenspiel. Was ich auch noch zeigen wollte, ich bin jetzt Rang 17. Ich bin gerade, das war falsch, war auf der besten Liste, gerade Rang 17 gekommen. Und ja, ich komme immer weiter hoch. Und ja, mal gucken, ob wir das nächste Spiel auch mit dem Deck gewinnen können. Und schauen wir mal, was unser Gegner für uns bereithält für Karten. Ich habe auch das erste Spiel genau gegen dieses Deck gespielt, glaube ich. Also, das habe ich auch gewonnen. Das habe ich nicht zu den Siegen dazugezählt, weil da halt die Verbindung abgebrochen worden ist vom Gegner und damit habe ich gewonnen. Aber der hat nur Karten gespielt, die ich auch im Deck hatte. Der hat nichts anderes gespielt, was für uns fremd wäre. Das ist jetzt schon mal nicht so eine schöne Hand. Ich würde einmal eine Harpie wegwerfen, ein zweites Mal und ich glaube auch das dritte Mal. Ja. Hier haben wir jetzt direkt die Kombination mit dem kaiserlichen Manticore. Aber erstmal fängt unser Gegner an. Was man auch hier spielen könnte, das wäre halt statt Geels Maulkorb zum Beispiel. Herrschaftlicher Erlass wäre auch die Möglichkeit, wenn man nicht die Wahl zwischen den Silberkarten haben möchte. Das wären so ein paar Alternativen. Ich spiele mal eine Harpie. Die können wir jetzt direkt verzehren, aber ich will eher den Vollstrecker verzehren als die Brigade mit dem Kairan. Das war jetzt auf jeden Fall nicht so die perfekte Starthand. Da ist die Brigade. Da werden beide Eier zerstört, okay. Jetzt hätten wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, die drei zu verzehren, dann werden die anderen beiden, werden die drei Harpien auf dem Deck aufs Feld kommen. Aber ich werde es erstmal so machen, den Vollstrecker direkt zunichte machen. Schon liegen wir 11 Punkte vorne, er wird natürlich weiterspielen. Das ist Nilfgaard, Nilfgaard Spy. Okay, da kommt Joachim de Wett direkt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Überdosis. Liegen wir 9 Punkte hinten, aber das können wir auch leicht aufholen, eigentlich mit dem Krötenprinz. Den schauen wir mal hier hin. Und wir werfen. Was wir auch machen könnten, ist den Einschüchterer wegwerfen, damit wir ein Ziel für den Ghoul haben. Dann den Manticore irgendwann später spielen, dass wir nochmal ein Ziel mit dem Ghoul haben, aber wir haben halt bisher nur die eine Möglichkeit mit dem Monsternest, daher. Hauen wir den Manticore mal weg. Bisschen doof ist, dass wir Ekima haben und keine Harpien-Eier mehr auf dem Feld haben. Zu Diensten. Wir könnten natürlich die Brigade blocken mit dem Hacker, aber ich möchte eigentlich warten, bis eine Brigade kommt. Die Brigade blocken und, könnten wir mit dem Hacker, aber ich möchte eher warten, bis der Gegner einen Vollstrecker spielt. So. Ja, wir haben so ein bisschen schlechte Hand hier, wie ich finde, aber eine Harpe können wir ja aus dem Deck holen, indem wir die hier verzehren, haben Carryover. Eine Harpe kommt aus Feld. Wir treffen den Vicovaro-Doktor mit einem Schaden. Und liegen wieder 6 Punkte vorne und haben Carryover mit Ekima. Begrüße Gäste, Vernichter. Wir können auch ihn blocken, ich glaube, das mache ich auch. Ich möchte nicht unbedingt hier die niederen Wächter ziehen. Wir könnten gleich auch den Greif spielen, weil ich nicht davon ausgehe, dass er Wettereffekte spielt. Den Greif und die Harpie hier zerstören oder verzehren, da wir mit dem Unsichtbaren. Es gibt Momente, da habe ich. Er entblockt ihn und blockt Ekima. Ach, scheiße. Nimmt ihn auch wieder auf die Hand, okay. Ja. Und überlegen, ob man einen Neckar spielt, dass er den wieder blockt. Mach's mal. Vielleicht spielt er ihn jetzt direkt bald wieder.
Nee, oder nicht, okay. Er hat auch nur den Vollstrecker. Friedhof. Daher spiele ich jetzt mal den Greif. Nehmen die Überdosis. Weil damit können wir beide eigentlich nicht viel anfangen. Geduld. Jetzt spielt er wahrscheinlich wieder Aukes, blockt und nimmt ihn wieder ran. Oder nimmt er was anderes? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich weiß nicht, der Neckar wird halt auch wieder geblockt. Hier müsste eigentlich trotzdem klappen, oder? Mit dem Unsichtbaren. Ich mach's einfach mal. Das Tor muss gesichert werden. So. So. Und ja. Wollen wir noch irgendwas verzehren? An sich ist es eigentlich relativ egal. Ob wir jetzt den Neckar nehmen, nicht oder nicht sehr. Ich nehme aber mal den Neckar. Eh geblockt. Kommt noch eine zweite, ja, kommt gut. So, das war jetzt die andere Variante, um die Harpen aus dem Deck zu kriegen. Er spielt Reinfahren und Cantarella, okay. Dann können wir eigentlich mit dem Einschüchterer direkt. Ach scheiße, dann ist er ein Punkt vorne, dann kann er passen. Ja, ist natürlich doof. Spiele ich mal das Monsternest. Und will ich den Ghoul spielen? Ja, ich denke schon. Weil ich hier glaube ich nicht den Manticore verzehren werde, weil wir schon ordentlich davor liegen. Dann können wir uns den noch aufheben. Daher nehme ich mal den Erzgreif. Dann liegen wir 26 Punkte vorne, er wird bestimmt passen. Oder macht er nicht? Okay, spielt auch noch Menno. Jetzt liegen wir 7 Punkte vorne. Dann würde ich sagen, passen wir doch. Hat auf jeden Fall schon ordentlich was rausgehauen. Okay, jetzt kommt noch Meuchelmord. Jetzt liegt er 9 Punkte vorne, ja gut. Ich denke, damit können wir leben. Eine Karte liegen wir vorne. Gucken wir uns mal ziehen hier. Aber ach so, ja, stimmt. Die. Ich glaube, ich würde den einen Schüchterer mal wegwerfen. Ja, dann kriegen wir einen Neuer, dann kriegen wir noch einen Kairan. So, er passt. Dann können wir den Neckar spielen. Oder? Können natürlich auch. Nee, wir spielen, machen das so. Ich existiere, weil Meister der Henna es wollte. So. Geelz wäre ja ganz schön. Das ist nicht geelz. Den tue ich mal weg. Oh, toll. Starte ich mal hiermit. Ich glaube, den will ich direkt weg haben mit dem Kairan. Ich Eure Majestät, ich lege mein Schicksal in eure Hände. Und sehr lach und mich sehr. Mir stehen Eindringling. Ich werde nochmal eine Harpe. Elvan Neckar haben wir noch. Er hat noch. Okay, Aukes. Das wollte ich gerade erwähnen. Ja. So, 8 Punkte liegen wir vorne. Ich spiele noch einen Elva. Das sind 19 Punkte und er hat noch eine Karte. Augenblick bitte. Bin ich sehr. Ich komme nicht mit. Und noch ein Eindringling. Ja, gut, das reicht nicht. Da gewinnen wir 37,25. Sehr schön.
Wunderbar, gutes Spiel. Und kriegen einen Ghoul, na Gott sei Dank. Ein bisschen Erfahrung, 32 Rangpunkte. 3449 haben wir. Ja, viertes richtige Spiel mit dem Deck, vierter Sieg. Ich zeige euch gern nochmal. Wie gesagt, ein paar Veränderungen kann man natürlich durchführen. Wie gesagt, der Hacker durch Morwood ersetzen. Was man auch machen könnte, ist Abaya hier mit rein tun. Damit zum Beispiel den Erzgreif rausnehmen. Wie gesagt, Geels könnte man austauschen. Gegen herrschaftlicher Erlass zum Beispiel. Dann hat man erneuern und herrschaftlicher Erlass. Man könnte aber auch den Maulkorb reintun, also die beiden wären eine Alternative. Ja, den Schleimling könnte man glaube ich auch austauschen. Aber so habe ich das Deck jetzt. Ich bin eigentlich echt zufrieden damit, muss ich sagen. Mir macht es auch Spaß zu spielen. Ihr könnt es ja gerne auch mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr ja so ein ähnliches Deck mit ein paar Veränderungen. Ich habe jetzt öfter gesehen, dass das, oder mehrere Varianten davon gesehen und das wird auch relativ häufig gespielt, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Probiert das Deck gerne aus. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr gut mit dem Deck klarkommt, dann lasst es mich in die Kommentare, in den Kommentaren wissen. Gebt gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.